Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen neuen Let's Play to 7 Days to Die Alpha 17, Leute. Ich wollte euch einfach mal kurz meine Einstellungen zeigen. Also hier nichts Wildes. Ich nehme einfach mal Rammstein als Generation Seed, weil die bei der 16 ganz geil war eigentlich. Basic. Ansonsten, ihr seht, ich habe jetzt immer auf Deutsch gelassen. Extra für euch, ne? Weil deutscher YouTuber und so. Mit Irrer, ja. Wäre natürlich schöner, wenn er Insane steht, aber gut, wir gucken einfach mal. Ansonsten wie immer 60 Minuten, Dauer des Tageslichts 16 Stunden. Advanced, ja. Nichts Großes, also wie wir immer spielen, wenn wir sterben, ist alles gelöscht. Blutmond Count habe ich mal auf 24 gemacht. Ich habe mal Airdrops angemacht, alle 7 Tage. Ich denke, wir werden eh keinen sehen, weil wir wahrscheinlich eh morgen, übermorgen schon wieder neu starten müssten. Aber schauen wir mal. Multiplayer habe ich nichts geändert. Gut. Das Ganze dauert natürlich jetzt ein bisschen, ne, bis die Welt erstellt ist. Ich muss auch gleich erstmal gucken, wie der Sound passt jetzt, weil ich habe noch nichts eingestellt. Was Alpha 17 betrifft, sind da die Werte von der 60. Ich kann jetzt wahrscheinlich eh nichts machen. Das Generieren dauert eine Ewigkeit. Können wir uns jetzt mal hier genüsslich reintun. Ja, was ist der Plan? Der Plan ist, Let's Play kann ich es eigentlich gar nicht nennen. Also ich werde es irgendwie angezockt nennen oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwie bis angezockt. Ist auch egal, wie ich es nenne quasi. Solange jetzt hier halt experimental ist. Ja. Ich denke mal, jetzt werden so 2, 3 Versionen relativ zügig kommen. Danach wird es eine ganze Weile dauern, weil dann so die schwerwiegenden Bugs sind. Das glaube ich nicht, dass die das mal eben schnell gelöst kriegen. Sonst hätten wir nicht so ewig lange auf die Alpha 17 gewartet. Von daher, ja, wie gesagt, ich fange jetzt an. Es wird eh nicht viel werden. 2, 3 Folgen werde ich jetzt aufnehmen und dann werden wir morgen gucken oder übermorgen oder wann ich halt weiter spiele. Ob es dann irgendwie durch ist, ob ich dann nicht mehr weiterspielen kann vom Spielstand her, dann werde ich es so handhaben, dass ich ungefähr bis zu dem gleichen Zeitpunkt fange ich neu an, ohne das dann groß aufzunehmen. Ja, ich denke, so wird es am besten sein. Jetzt noch mal kurz überlegt. Aber was soll ich euch jetzt irgendwie dann 4 oder 5 Mal hintereinander zeigen? Tag 1, 2, 3. Ja. Bringt auch nichts. Ist natürlich dann ärgerlich, wenn ich sterben sollte, weil einfach wird sie nicht sein. Schon gar nicht solo auf Insane. Oder Irrer, wie es auf Deutsch heißt. Bin sehr gespannt. Also im Multiplayer war es schon hart. So ein Haus. Wenn da so 30 Sleeper drin sind. Weiß ich gar nicht, wie ich das Solo angehen soll. Gerade am Anfang, später, wenn man irgendwie schon eine Waffe, ein bisschen Munition hat, geht das alles. Ja, ich bin sehr gespannt, Leute. Ich weiß es selber nicht. Klar ist auch, wir werden jetzt nicht irgendwie dann stundenlang irgendwie farmen, um irgendwas zu bauen. Das werden wir uns für die Stable aufheben. Ich werde dann irgendein Haus nehmen und da irgendwie ein bisschen was absichern, ihr kennt das. Und werde mich dann hauptsächlich sonst ums Looten kümmern und so weiter. Ja, das ist so der Plan. Erstmal möchte ich so selber so ein Feeling kriegen. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass ich irgendwie dann die nächsten 1, 2 Wochen, 2, 3 Mal oder öfter mal neu starten muss. Vielleicht werde ich es auch einfach so machen. Das jetzt hier nehme ich ja auf, ohne Stream und alles, nur für YouTube quasi. Ja, vielleicht mache ich dann bei der nächsten Aufnahmesession einfach einen Stream an und zeige euch dann irgendwie dann auf YouTube erst ab Tag 3, wenn es euch interessiert, guckt ihr halt bei Twitch euch auch den Rest an oder so. Muss ich mir Gedanken zu machen. Vielleicht haue ich es auch einfach, soll ich nochmal neu anfangen, haue ich es einfach raus und die Leute, die es gucken wollen, gucken sich es an, die anderen überspringen die Folgen halt und gucken halt erst bei Tag 3 weiter oder was weiß ich. Muss ich mal gucken. Ansonsten, ja, ich werde auch noch so ein Waffen
Überblicksgedöns mal aufnehmen und auf jeden Fall auch Fahrzeuge. Das werden zwei Folgen werden, denke ich. Vielleicht mache ich da nochmal eine Folge zu den Perks. Meine Gedanken dazu, jetzt nicht irgendwie eine Anleitung oder sowas. Und bei den Waffen halt, wie ihr an die Waffen rankommt. Beziehungsweise wie ihr halt dann die Visiere und so herstellen könnt, wie das funktioniert. Und Autos halt, ja. Aber ich glaube, bei den Autos ist es ganz easy, müsst ihr erst freischalten. Ich glaube, bei den Waffen auch. Ich muss mir das nochmal angucken, ob sich das überhaupt lohnt. Ansonsten haue ich da irgendwie eine Folge raus. Ja, ich denke mal, wenn ihr die Folge jetzt seht, dann seht ihr vielleicht nochmal eine oder... Und dann mache ich mal so eine Infofolge. Muss ich auch mal sehen, wie die Zeit ist. Halt. Ich möchte jetzt auch erstmal so ein bisschen Feeling kriegen. Wir haben ja schon Multi ein bisschen gespielt, da habe ich schon mal so ein bisschen. Aber Solo ist natürlich auch nochmal was anderes. Ich rechne auch mit einigen Toten. Ich hoffe es nicht, aber ich rechne damit. Der Anfang, also bis Level 20, ist schon hart. So, die Perks mal durchgeguckt habe, also ab Level 20 geht es dann erst richtig ab. Aber wir schauen einfach mal, ne? Vielleicht finden wir ein Haus mit einer Forge. Aber ich glaube, das bringt dann selber auch nichts, weil du noch gar keinen Forge at Ibin machen kannst. Und was weiß ich. Wir werden es sehen, Leute. Wir gucken uns einfach mal an. Und wie gesagt, selbst wenn ich dann nochmal neu starte und ich es doch aufnehmen sollte, dann. Ja, dann lasse ich halt irgendwie die Anfangsphase weg, jetzt so wie jetzt. Da müssen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen Holzstein federn und so ein Gedöns machen. Das kennt ihr ja alles. Das zieht sich ja bestimmt über die ersten zwei Folgen. Die lasse ich dann halt einfach weg. Und wenn man dann wieder mit dem Looten anfängt und sowas, dann ist ja dann scheißegal, ob das Tag 1 ist oder Tag 6 angezeigt wird. Das ist dann halt einfach so. Ich denke, damit können auch alle leben. Ja. Vielleicht mache ich auch nochmal... Ich gucke erstmal. Ich gucke erstmal bei YouTube, wie es da so aussieht mit so einem Patch Notes Video. Da hatte ich ja schon im Let's Talk gesagt. Ansonsten mache ich vielleicht so für die neueren Versionen so ein... Aber es lohnt sich eigentlich auch nicht, glaube ich. Ich gucke einfach mal auf YouTube, weil ich denke mal so... Valcry hat das damals auch immer gemacht. Denke mal, der wird das diesmal auch wieder gemacht haben. So ein ausführliches... Patch Notes Alpha 17 Gedöns. Aber ich guck mal, wenn das sollte, dass es nicht sein und dass keiner die Zeit für hatte, werde ich das machen. Ansonsten werde ich mir das schenken. Könnt ihr natürlich auch einfach, obwohl bis ihr die Folge seht, habe ich das schon selber nachgeguckt. Braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Ich meine, wenn ihr es unbedingt von mir sehen wollt, haut es in die Kommentare, vielleicht lasse ich mich da nochmal breitschlagen dazu. Aber ansonsten kann ich mir das natürlich schenken. Gut, ihr seht jetzt, was haben wir jetzt? Ich habe gar nicht genau geguckt, wir waren bei anderthalb Minuten oder sowas. Jetzt sind wir bei 8,5 Minuten gleich. Habe ich also 7 Minuten Ohr abgekaut. Es dauert 7 Minuten bis jetzt, bis die Map erstellt ist. Leute, das ist doch ein Witz. Und er ist immer noch nicht fertig. Aha. Krass. Aber gut, ich konnte euch 7 Minuten Ohr abkauen. Ich werde euch da ein bisschen Musik drunter legen. Die Musik in 7 Days habe ich aus. Hätte ich mal anmachen sollen, vielleicht ist ja bei Alpha 17 irgendwie was anderes. Ja, jetzt warten wir hier, bis mal die Welt fertig ist. Schon heftig, ey. Leute. Hatte irgendwie in Erinnerung, dass es hieß, die ganze Chose geht schneller mit der Welt Generation. Aber gut, ich meine, wenn wir jetzt dafür dann in-game nicht mehr diese Schank-Dinge haben, dass die Bäume dann aufploppen, wenn du schon durchgefahren bist und so ein Scheiß. Wenn das dadurch behoben ist, dann nehmen wir das in Kauf. Werde ich natürlich auch nicht nochmal aufnehmen. Ist jetzt einfach mal für die Leute, die Alpha 17 vielleicht nicht selber antesten wollen, da keinen Nerv haben auf das Gebacke und so weiter. Zeige ich das einfach mal. So. Ja, sogar auf Deutsch, Alter. Können wir ja mal hier. Lieber Freund, das Ödland kann gnadenlos sein und du siehst aus, als könntest du etwas Hilfe gebrauchen. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben hilft. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger auf. Die Siedlung von White River gibt es wirklich und sie ist sicher. Aha. Das einmal eines des Überlebens. Yo, ich denke mal, jeder, der 7 Days spielt, spawn ich mitten auf der Straße, ey. Kennt die Quests, wo? Muss mal zwischendurch. Das ist für mich gerade persönlich ein bisschen leise. Oder kann ich natürlich hier lauter machen.
Ich mache einfach mal die Gesamtauto-Check auf 40. Ich hoffe, dann passt das für euch auch. Wenn nicht, haut es mal in die Kommentare rein. Ja, so ist für mich auf jeden Fall gut. Wenn ich die Ausschläge angucke. Ja, könnte schon mal ein bisschen laut sein. Wir schauen einfach mal. Schnee ist natürlich gerade voll für den Arsch. Ja. Okay, hier mal ein bisschen grün. Ja, ich habe es jetzt nochmal... Alter, Belly. Was ist denn wieder los? Das ist ja schon wieder 17. Ich habe es jetzt nochmal runtergeschmissen gehabt, komplett. 7 Days. Und habe dann auch nicht mehr die 16 installiert und dann irgendwie abgegradet auf die Experimente, sondern gleich die Experimente installiert. Einfach in der Hoffnung, dass sie übers Überblenden vielleicht weg ist. Meine Kommentare beurteilt der eine oder andere, der sagt, er hätte dasselbe. Weil wenn ich mir das jetzt so angucke, jetzt leuchtet das Nest nicht so. Vielleicht ist das einfach dann der Fall, wenn man das halt drüber installiert über die 16. Wir werden uns jetzt mal angucken. Also, ja, nimm noch einen Stein auf. Aktuell ist es jetzt sogar ein bisschen sehr dunkel. Ich hatte das nämlich schon sonst auf 25 runtergeballert. Also 38 ist Standard. Wir gucken einfach mal jetzt. Testen mit euch zusammen. Ja, hier sind wir natürlich jetzt auch im Schatten. Aber sieht jetzt auf jeden Fall alles nicht so überleuchtet aus wie es im Multiplayer. Vielleicht ist das schon das Rätsels Lösung. Was haben wir denn? 46. Müssen wir mal abwarten. Wir werden es ja jetzt sehen im Laufe des Spiels. Was ich euch schon mal sagen kann, ganz wichtig sind Bandagen geworden. Einfach stinknormale Bandagen. Nicht um eine Blutung zu stoppen, sondern einfach um eure Maximum Health wieder zu bekommen, die ihr mit der Zeit verliert. Zeige ich euch aber auch im Laufe des Spiels. Also das ist so ein bisschen, was ich schon mal weiß. Alter, was ist los? Warum machst du den Chat denn auf? Was ist denn? Alter, ja, ich weiß. Sorry, Leute, sorry. Es ist alles wieder anders hier. Jetzt geht's los, ey. Reload ist alles richtig. Nicke, Minutblaset. Nicht vereiern. Chat ist C. Ist auch alles richtig. Was? Ja, einmal mit Profis, ne? Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Aber man geht 13 bestimmt. 7 Days to Die. Ja, ja. Sehe ich daran. Plus Anwendung über Gamepanel hinzufügen. So, jetzt aber. Mich auch klar. Zack. Können wir auch gleich mal hier ein bisschen... Obwohl, ihr seht es schon, die... Jawohl. Ja, schmeißt da nicht die Fackel weg. Ist nicht mehr ganz so überleuchtet, wie es im Multiplayer war. Gibt mir schon mal ein bisschen Hoffnung. Obwohl, die Sonne war auch noch nicht da, die jetzt so langsam kommt, ne? Warten wir mal ab, bevor wir es hier schon... Ihr seht, da wo die Sonne hinscheint, ist sofort wieder so. Weiß ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, Leute. Wir müssen mal einfach ein bisschen zocken. Ja. Axt wäre ganz geil. Jetzt gibt es halt keine Level mehr. Es gibt nur noch Stufen 1 bis 5. Oder 6 oder was. Und das war's. Ihr habt auch immer 100 Wellness. Ich glaube, die kann man auch nicht erhöhen.
Also ihr verliert auch nichts, wenn ihr sterbt. Ist jetzt alles anders. Hunger und Durst beeinflussen jetzt halt, wie viel Stamina ihr habt. Werdet ihr auch sehen, seht ihr jetzt schon, der Balken, der ganz schwarz ist, der fühlt sich gar nicht mehr wieder auf. Es fühlt sich jetzt nur bis zum grauen Balken quasi wieder auf. Faserhandschuhe habe ich doch gemacht, Handschuhe. Pflanzenfaser. Ach, Schuhe. Alter Deutsch. Noch nie 7 Days auf Deutsch gespielt. Bäm, ja, die Soundeffekte knallen bestimmt rein, ne? In einem Baumfeld will ich bestimmt auch reinballern jetzt. Schauen wir mal. Ihr seht, unten rechts bekommt ihr jetzt die XP angezeigt. Oh, jetzt hier noch in Grenzen. Ihr seht, wir sind hier noch protected. Also alles schicki. Ja, der Rest gehe ich mal drauf ein, wenn es soweit ist. Ne? Was soll ich euch jetzt hier schon alles voll labern? Wenn es gar nicht so weit ist. Ja, wir machen jetzt eben die Quests durch und dann gets the party started. Das Schöne ist, ja, die Werkzeuge und Waffen und alles verliert halt auch nichts mehr. Also es hat alles eine Haltbarkeit, ja, aber so wie jetzt bei der Axt, machst du halt einfach eine Reparation. Wir warten mal eben die paar Sekunden. Können wir schon mal scrappen, das können wir droppen. Können wir auch scrappen. Ja, ihr seht's, also, ne, Level 1 bleibt Level 1, also da ist nicht irgendwie... Dasselbe ist auch, wenn ihr Level 2 habt, bleibt Level 2. Ja, haut drauf. Was halt ist, ihr bekommt halt einen Buff, ihr verliert ja keine Wellness mehr, wenn ihr sterbt. Also ihr habt immer die 100. Ihr bekommt dann aber einen Buff, wenn ihr jetzt schon ziemlich weit im Spiel seid. Wird der mehr wehtun wie am Anfang. Weil am Anfang können die Perks nicht weiter runtergehen, weil ihr noch gar keine Perks gelevelt habt. Eure Perks werden halt runtergesetzt. Also ihr seid dann schwächer. Mit einem ihr könnt nicht so gutes Werkzeug herstellen, nicht so gute Waffen hin und her. Aber das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Gut. Essen und Trinken ist mega wichtig. Bogen haben wir, ein paar Pfeile haben wir. Nur, dass wir da jetzt noch Woodframes, ne? Kannst du gleich mal ein paar mehr machen. Dann haben wir die schon mal. Was ja ganz geil ist, der speichert jetzt mittlerweile hier die Slots unten halt. Auch wenn ich jetzt sterben würde, stell mir dann eine neue Axt her, packt er sie halt unten in den ersten Slot rein. Das ist schon ganz nice. I like it. Zwar noch nicht so nice wie in Rust, aber I like it. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier zwei Steine kloppen. Dann werden wir noch mal ein bisschen Holz machen. Hier werden ein paar Spikes, obwohl ich gerade überlege, ob Spikes sich überhaupt lohnen. Also, im Multiplayer sind die Zombies echt immer drumherum gerannt. Ganz selten, dass du mal irgendwie einen hast reinbekommen. Und jetzt irgendwie eine Base absichern. Ja, wir müssen ja erstmal irgendeine Unterkunft finden, ne? Wo noch haben wir Stamina? Machen wir die Stamina noch weg. Dann setzen wir mal die 3 Woodframes. Dann gehen wir mal zum Händler. Zum Händler war ich noch gar nicht, weil ich im Multi die Quest gelöscht habe aus Versehen. Gehen wir mal noch zum Händler, gucken mal, was da überhaupt so gibt. Ja, bin gespannt. Wir werden sehen. Weiß auch gar nicht, wie man jetzt noch hier groß an Geld kommt. Also man muss halt... Zombies droppen halt nichts mehr. Ganz selten, dass Zombies noch irgendwas droppen. So. Ja, die Animation ist hier voll für den Arsch. Gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Die Holzstruktur gefällt mir ganz gut, aber ich sehe auch schon wieder, dass es schon wieder total überbelichtet ist irgendwie.
war nicht so schlimm, wie es war. Aber ich will mal für mich hier so auf 30 runter. Ja, komm, nehme ich die 29 auch. So, das sieht schon besser aus. Naja, ruhig ein bisschen düsterer, ne? Ist ja schließlich ein Apokalypse hier, die ganze Geschichte. Gut. Machen wir noch ein Campfire, dann haben wir die Quest durch und dann haben wir noch einen schönen Abschluss für die erste Folge. Zack. Ja, wie gesagt, diese Dinger werde ich mir dann in Zukunft schenken, wenn ich neu starten muss. Wir haben ja eh noch Schutz hier, passiert ja nichts. So, gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen kannst. Und du kannst Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen. Ja, saustark. Machen wir, Alter. Gut, Leute, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn wir noch ein bisschen Farmerama machen, dann Richtung Händler mal düsen und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wie lange wir überleben werden. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Alles an die Kommentare und würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.